Nachdem ich letztens jeden Zug bis zur Endstation genommen habe und dabei nur in eine Richtung gefahren bin, meintet ihr, dass es mehr Sinn machen würde, wenn ich immer am Gleis auf den nächsten Zug warte. Das habe ich umgesetzt und zwar so lange, bis ich an einem Gleis ankomme, an dem Tag kein Zug mehr fährt. Viel Spaß! Und damit einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Ich bin in meinem Büro, Bahnhof ist nicht weit, wir steppen jetzt los. Und heute wird ein sehr anstrengender, langer, aber auch spannender Tag. Und ich bin mal gespannt, wie weit es mich bringt und wo ich am Ende lande. Weil ich habe das ja beim letzten Mal nicht ohne Grund so gemacht, wie ich es gemacht habe. Jetzt besteht halt die Möglichkeit, dass ich gar nicht weit komme, sondern die ganze Zeit nur in irgendwelche Richtungen hin und her fahre. Vielleicht mal in Hannover bin, dann irgendwo wieder im Ruhrgebiet. Keine Ahnung. Wobei ihr meintet ja, das wird klappen. Also, let's go. So Leute, ich bin unterwegs zum Bahnhof. Hab mir noch was zu trinken und zu essen geholt. Ich habe natürlich eure Kommentare gelesen beim letzten Video. Das habe ich auch ungefähr hier gestartet, falls ihr euch erinnern könnt. Dass ich mir doch ein Interrail-Ticket holen soll. Oder es gibt ja jetzt auch wieder das 49-Euro Deutschland-Ticket, glaube ich. Ich habe mir gar kein Ticket vorweg geholt. Wir werden einfach die Züge mal so buchen und am Ende schauen, wie teuer wird das denn eigentlich, wenn ich den ganzen Tag hier Zug fahre. Einziger Vorteil, ich habe eine Bahncard 50. So, jetzt aber schnell in den Bahnhof und in den ersten Zug, der jetzt kommt. Macht ja Sinn, ich bin auch auf keinem Gleis, ich nehme jetzt einfach den ersten Zug, der kommt. So sieht übrigens mein Heimatbahnhof von innen aus. Wunderschön. Ich habe gerade geschaut, der erste Zug fährt jetzt hier Richtung Bielefeld. Da muss ich rein. Oh, er kommt auch schon. Das ist der RB 69. So Leute, hier könnt ihr sehen, ich bin angekommen an Gleis 2 und ich fahre auf jeden Fall immer von Bielefeld nach Berlin. Eigentlich fährt von Gleis 2 oder Gleis 1 meistens der ICE. Ich meine sogar, es ist eigentlich immer Gleis 2. Und jetzt schauen wir mal, hier auf der Anzeigetafel steht schon mal gar nichts. Ah, da steht ICE 545 nach Berlin Ostbahnhof. Zug fällt heute aus, jawoll. Dann geht's weiter um 11 Uhr nach Minden. Aber wir haben ja auch gesagt, dass wir vom gegenüberliegenden Gleis fahren dürfen. Altenbeken. Naja, okay, dann wird es wahrscheinlich der, weil der ist als nächstes. 10.49 Uhr. Ne, versteht man ja. Gleis 2, Gleis 1 ist an einem Bahnsteig. Kann ich dann beides nehmen, weil sonst warte ich, glaube ich, manchmal einfach viel zu lange auf den nächsten Zug, wenn ich Pech habe. Also der Fernverkehr in Richtung Hannover und Berlin ist komplett gesperrt, weil da irgendwie ein Feuerwehreinsatz ist. Deswegen pimmel ich jetzt, denke ich, auf jeden Fall die nächsten 2-3 Stunden mindestens noch in so Regionalzüge rum. Ich könnte mir auch nichts Schöneres vorstellen. Wahrscheinlich werde ich, wenn es so, keine Ahnung, Mittag ist, gerade mal 50 oder 60 Kilometer von meinem Heimatdorf weg sein. Bin gespannt. Altenbeken. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das gerne, weil in Zukunft kommen wirklich richtig nice Videos. Ich bitte um Ihr Verständnis. Ich glaube, ich chill heute mindestens 3 Stunden in irgendeinem Zug und wir stehen einfach auf der Stelle wegen irgendeiner Sperrung. So Leute, angekommen in Altenbeken. Ich bin jetzt ungefähr so Luftlinie 55 Kilometer, glaube ich, von meinem Heimatort entfernt. Und wir befinden uns jetzt hier an Gleis 1. Ich habe aber noch keine Ahnung, wie es weitergeht. Mal gucken, welcher Zug als nächstes kommt. Aber ich warte jetzt auf jeden Fall einfach hier. Mal gucken. So Leute, weiter geht's jetzt nach Göttingen, Holzminden, 12.07 Uhr. Und drüber steht, eine Zugentgleisung beeinträchtigt den Zugverkehr. Also irgendwo ist ein Zugentgleis. Also an jedem Bahnhof ist irgendwas passiert, gefühlt. Nächster Stop wird also Göttingen sein. Das ist gar nicht mal so nah mehr. Also Göttingen ist schon ein Stück. Ich glaube, da bin ich jetzt ziemlich lange unterwegs. Jetzt musste ich mir hier gerade so ein Ticket ziehen aus dem Automaten, weil ich das online nicht buchen konnte. 16,95 Euro nach Göttingen. Da werde ich um 14 Uhr irgendwas ankommen. Okay Leute, angekommen in Göttingen, bin jetzt hier auf Gleis 5, das war mein Zug. Ich hatte irgendwie eine halbe Stunde Verspätung, also ich war da jetzt fast 2,5 Stunden drin. Wirklich, ich habe mich auch 2 Stunden davon gefragt, was mache ich hier eigentlich heute wieder für eine Scheiße. Naja, auf jeden Fall haben wir hier jetzt Gleis 5, daneben ist dann Gleis 6 und mal gucken, wo der nächste Zug kommt. Ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich in diesem System drin, ich weiß nicht genau, wie es ist, ich kenne mich jetzt auch nicht so aus, aber dass bestimmte Gleise halt nur von Nahverkehrszügen benutzt werden und die ICEs, die über Göttingen fahren, weil Göttingen ist ja auch ein größerer Bahnhof, eher so da hinten stehen, weil da hinten stehen halt ICEs. Aber wir haben ja gesagt, wir bleiben immer auf dem Gleis. Und ja, mal gucken, wo es als nächstes hingeht. Auf dem Gleis, wo ich angekommen bin, fuhr um 15.14 Uhr ein RB nach Kassel. Wir hatten allerdings erst 14.20 Uhr und am Nachbargleis stand dann schon bereit ein weiterer RB, der in die Weltmetropole Einbeck-Mitte fuhr. Ja,
Ja, super. Also ich bin jetzt in Einbeck, Mitte. Hier gibt es ein Gleis und es sieht aus, als wäre ich eigentlich gestrandet. Also ich will ja nichts sagen, Leute, aber hätte ich mir vorher wieder eine Richtung ausgesucht, dann wäre ich jetzt sicherlich vielleicht schon in einem anderen Land oder zumindest 500 oder 600 Kilometer von meinem Heimatdorf weg. Stattdessen bin ich irgendwo in Niedersachsen und saß jetzt die letzten 4,5 Stunden in irgendwelchen Regionalzügen. Aber ich mache das natürlich so weiter, weil ich will ja auch nicht, dass sie wieder meckert. Ich habe eine Vermutung, dass man von hier aus einfach wieder nur zurückfahren kann, dahin, wo ich gerade herkomme. Weil dieser Zug fährt jetzt stumpf wieder zurück. Ich musste dann eine Stunde warten, bis der Zug halt wieder kam, um dann wieder zurückzufahren und habe erstmal was gegessen bei Maschis Grillstation. Sehr, sehr lecker, kann ich empfehlen. Für alle, die halt unbedingt mal nach Einbeck wollen. Gerade noch eine Kleinigkeit gegessen. Es ist tatsächlich so, dass es hier in Eins... Ach, Mann, ey. Einsbeck... Zweiberg, Dreiberg, keine Ahnung, nur ein Gleis gibt und es fährt die ganze Zeit nur ein RB 83 oder 86 von Göttingen nach hier und dann irgendwann wieder zurück und das heißt, ich bin jetzt einfach stumpf hier hingefahren und ich kann halt auch nur diesen Zug wieder zurücknehmen, weil hier fährt halt kein anderer. Hat sich gelohnt, eine Stunde für den Arsch. Ich glaube, in genau demselben Zug war ich vor einer Stunde auch schon. Wir haben übrigens mittlerweile jetzt auch schon 16 Uhr. Ich bin seit 10 Uhr unterwegs, 6 Stunden. Ich denke, so 10 werden es noch. So, wieder in Göttingen. Ich bin jetzt zumindest mal an einem anderen Gleis. Und zwar gleich. Hier kommt um 16.45 Uhr einer von Paderborn an, aber der bleibt, glaube ich, hier stehen. Dann fährt einer um 17.09 Uhr nach Bad Harzburg. Und hier kommt um 17.04 Uhr einer, der fährt nach Uelzen. Das wird mein nächster. Schauen wir mal, wo es liegt. Digga, ich war noch in keinem einzigen IC. Ich hatte kein Bordbistro, gar nichts. Ich werde auch mal einen Kaffee trinken. Oh, das ist aber ganz schön weit weg. Wo ist denn Uelzen? Wow, das ist fast bei Hamburg. Ah, hier steht's. Also ich fahre jetzt gleich 2,5 Stunden Regionalbahn. Stellt euch mal vor, am Ende des Tages war ich einfach nur in Regionalzügen. Junge, was für ein Horror. 16 Stunden am Stück Regionalbahn fahren. BNTF, ich weiß Bescheid, ich gehe schon gucken. Irgendwas ist hier jetzt gerade passiert. Auf jeden Fall fahre ich jetzt schon wieder über dieses Einstadt. Nee. Auf jeden Fall da, wo ich eben schon war, bin ich gerade lang gefahren. Gleich geht die Sonne schon unter. Ich bin schon so lange in Regionalbahn. Nächster Halt, Hannover Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bitte vergessen Sie nicht Ihr Gepäck. Danke. Hätte ich auch schon vor 8 Stunden sein können, aber ich bin jetzt erst hier. Weil Hannover ist nicht so weit weg. Da bin ich mit ICE innerhalb von einer Stunde oder so. Ihr könnt ja gerne jetzt mal kommentieren, was denkt ihr, wir haben jetzt 18.28 Uhr. Wann ist Sense? Wann fährt kein Zug mehr? Und wo muss ich dann bleiben? Ratet gerne mal in die Kommentare. So Leute, ich bin immer noch im RE2 nach Uelzen. Mittlerweile ist es draußen schon dunkel geworden. Ich glaube, das ist für mich persönlich, klar, ich mache dieses Video, aber für mich persönlich ist es eigentlich der unnötigste Tag in diesem Jahr, den ich bis jetzt hatte, weil ich halt nur in Regionalzügen sitze. Und das schon den ganzen Tag über. Aber vielleicht passiert ja noch was Cooles. So, angekommen in Uelzen, habe ich vorher auch noch nie gehört. Viele Leute leben hier eigentlich. 34.395. Bin mittlerweile sogar auch nur noch so 30 Kilometer von Hamburg weg. Hier haben wir jetzt das Gleis und mal gucken, wo es weiter hingeht. Es sieht schon mal echt gut aus. Da steht was von ICE. Jetzt muss der nur noch als nächstes kommen. Also auf diesem Gleis haben wir ein ICE um 20.42 Uhr. Und auf dem Gleis, wo ich gerade angekommen bin, ein RE1 auch nach Hamburg. Also komme ich heute auf jeden Fall noch den Regionalzug da nach Hamburg. Aber halt immer noch Regionalzug. Das kann doch nicht sein. Warum sind die Gleise eigentlich 102 und 103 und nicht 1 und 2? Ich glaube, die meisten Leute, die mich heute mit meiner Kamera hier sehen, denken auch irgendwie, ich bin so ein Trainspotter oder so. Bin ich nicht. Aber ich mag Züge. Zumindest, wenn sie pünktlich sind. Und heute waren eigentlich alle pünktlich. Ich habe diese gelben Züge noch nie in meinem Leben gesehen vorher. Ich bin jetzt gerade auf jeden Fall in Lüneburg. 3 Stunden sind wir da, dann ist es 8:45. Okay Leute, angekommen in Hamburg. Erste Großstadt, glaube ich, heute. Und ich bin tatsächlich, also das muss man sich auch mal geben, ich bin nach Hamburg mit Regionalbahn gefahren. Wir haben jetzt mittlerweile zwar schon nach 21 Uhr und ich bin jetzt 11 Stunden unterwegs. Also 11 Stunden nur Regionalbahn. Geil. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Das hätte ich auch wirklich nicht gedacht. Also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich auch ICE fahren werde. Ich muss eigentlich auch dringend wieder was essen, ne? Wir haben jetzt hier Gleis 14
und Gleis 13. Und mal schauen, wo es jetzt als nächstes hingeht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt schon Schluss ist. Ich gehe davon aus, dass so um 0 Uhr, 0.30 Uhr ist dann wahrscheinlich Schluss mit meinem Experiment. Und ich bin dann irgendwo gestrandet und musste halt pennen. Hier links hatten wir wieder eine Regionalbahn nach Lüneburg. Die ist leider ausgefallen. Und auf dem rechten Gleis hatten wir dann tatsächlich den ersten IC nach Hamburg-Altona. Aber erst in einer halben Stunde. Ich habe jetzt eine halbe Stunde Aufenthalt hier. Das heißt, ich gehe mir erstmal was zu essen holen. Let's go. Alter, schaut mal, der Food Court hier in Hamburg sieht echt ziemlich geil aus. Habe ich noch nie vorher gesehen. Und das ist der günstigste ICE, den ich je buche. 4,55 Euro. Okay, ich fahre halt auch nur 12 Minuten. So Leute, kürzeste ICE-Fahrt meines Lebens. 12 Minuten und dann sind wir in Hamburg, Altona. Dann ist es 22 Uhr und ich bin mittlerweile echt ziemlich K.O. Also so langsam merke ich es. So, und dann sind wir auch schon fertig mit ICE-Fahren und steigen aus in Hamburg, Altona. Ich bin, glaube ich, der Einzige im Zug oder der Letzte gewesen. So langsam werde ich auf jeden Fall gespannt, wie das jetzt noch weitergeht, weil ich könnte mir eigentlich nur noch vorstellen, dass jetzt hier noch irgendwie andere Züge wieder nach Hamburg fahren. Aber ob jetzt um diese Uhrzeit noch wirklich viele Züge in irgendeine andere Richtung fahren, mag ich zu bezweifeln. Wobei es eigentlich in Deutschland auch safe noch weitergehen muss um diese Uhrzeit. Ich weiß auch, in Frankreich war, glaube ich, um 22 Uhr Schluss, weil dann ist da so ein Nachtfahrverbot und es fahren halt keine Züge mehr, auch kaum Nachtzüge. Wir gehen mal zur Anzeigetafel. Ich befinde mich hier übrigens auf Gleis 5 und da ist 6. Und hier kommt jetzt ein Zug an aus Basel, dann kommt noch einer an aus München und noch einer aus München. Okay. Aber die fahren dann, glaube ich, auf jeden Fall schon mal nicht mehr zurück. Und hier bin ich gerade angekommen. Was steht da? Auch nur noch Ankunft, ne? Hä? Lol. Also ich hätte gedacht, ein ICE fährt jetzt irgendwo weiterhin, weil ich bin jetzt ja mittlerweile mal im ICE-System oder zumindest auf den ICE-Gleisen angekommen. Leider ist ganz zum Schluss, aber es scheint so, als würde von diesen Gleisen kein Zug mehr fahren. Und eigentlich haben wir dann gesagt, ist over, ne? Na gut, ich bin jetzt halt auch 12 Stunden unterwegs. Ich google mal kurz. Also da steht jetzt bitte nicht einsteigen oben und das steht da genauso. Und online steht, es fährt jetzt noch ein ICE von Hamburg-Altona nach Frankfurt. Allerdings braucht er von hier aus 9 Stunden nach Frankfurt und der fährt auch von Gleis 9, also von einem anderen Gleis. Deswegen bin ich auf der einen Seite froh, dass ich jetzt hier bin. Auf der anderen Seite hätte ich gedacht wirklich, dass es noch weitergeht, aber die Challenge ist over. Ich habe meine Gesamtstrecke mal zusammengerechnet und bin etwas überrascht. Ich bin einfach nur 581 Kilometer an diesem Tag mit Zügen gefahren. Klar, halt eigentlich nur in Regionalzügen, aber ich hätte wirklich gedacht, das wird deutlich, deutlich mehr. Da hätte ich auch fast wieder mit meinem E-Bike fahren können. So Leute, ich habe mir einen E-Scooter geschnappt und bin jetzt gerade auf dem Weg zum Hotel. Ja, ich habe mich gerade schon verfahren und bin einfach zum falschen Hotel gefahren, weil meine Konzentration so langsam nachlässt. Aber wir haben es jetzt geschafft. Abfahrt. Einfach so eine unnötige E-Scooter-Route. 6 Kilometer und ich war erst hier oben und war halt komplett falsch und musste jetzt hier hin. Und das Beste ist, wenn man den E-Scooter dann nicht mehr vom Hotel parken kann, weil da so eine Non-Parking-Zone ist. Jetzt muss ich 500 Meter zurückrennen, ey, wirklich. Hier hinter ist übrigens der Fernsehturm von Hamburg und der leuchtet gerade so mit HSV-Fahnen, also vom Fußballverein. So, und jetzt geht's ab ins Hotel. Ich habe übrigens heute den ganzen Tag mit der GoPro gefilmt, weil ich muss sagen, die Qualität gefällt mir echt gut und die hat man halt immer so schnell griffbereit. Wird natürlich kein Standard, aber heute hat's echt irgendwie geholfen und war super praktisch. Gebucht habe ich mir für heute Nacht mal das Mövenpick Hotel Hamburg. Eigentlich dachte ich, die machen nur Eis, aber die haben auch ein Hotel anscheinend. Mein Zimmer ist einfach im 14. Stock. Ich glaube, das ist recht hoch. Lalalala. Oh, das sieht doch gut aus. Ah, und man kann sogar auf den... Ich dachte jetzt, ich kann vielleicht auf den Hafen gucken, aber sieht auch ganz gut aus. Leute, endlich da. Wenn ich noch was mache, seht ihr das jetzt. Sonst war es das. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal abchecken, was hier noch jetzt so geht. Leute, guten Morgen. Gerade geduscht. Haare noch nass. Ich habe wunderbar geschlafen hier in Hamburg. Schaut euch mal diesen phänomenalen Ausblick an aus meinem Hotelzimmer. Ich muss leider sagen, gestern ging nichts mehr. Ich meine, Hamburg habe ich auch schon zigmal gesehen. Wenn ich jetzt in irgendeiner anderen Stadt gewesen wäre, wo ich noch nie war, dann hätte ich natürlich safe die Motivation gehabt, ich muss hier noch irgendwas sehen. Aber ich habe ein paar Bekannte gefragt, ob die mit mir noch was machen wollen und irgendwie war keiner dabei und ich wollte dann auch nicht alleine irgendwo hingehen. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen, dass ich in dem Video dann eigentlich ausschließlich nur Zug gefahren bin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Daumen nach oben da. Weitere Ideen für weitere solche Videos schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Da gibt es auch ein richtig geiles Video. Haut rein, Leute. Ciao.